Viele steigen ein und viele steigen aus, fahren so weit weg von zu Haus. Ihre Gesichter erzählen wie ein Buch Geschichten über Qualen, Hass und Pflichten. Viele steigen ein und viele steigen aus, fahren so weit weg von zu Haus. Ihre Gesichter erzählen wie ein Buch Geschichten über Qualen, Hass und Pflichten. Ben ist Priester vom Beruf, wie kam's dazu? Und steht nur auf Kinder, nenn ihn Mark die True. Die kleine Jana trägt mit sich ein riesiges Problem. Ist erkrankt an Krebs und muss von uns gehen. Dieser Junge heißt Ali, er dealt mit Drogen, denn er ist vor langer Zeit von der Schule geflogen. Was eine Last für Anne ist, ihre Eltern trennen sich. Um es zu verkraften, ritzt sie sich. Wenn das Liebe zu seiner Frau ist unendlich stark, genau deshalb fährt er jeden Tag zu ihrem Grab. Lena wurde Ärztin, weil die Eltern es so wollten. Mit der Medizin hat sie nur sich selber geholfen. Ja, jeder hier trägt sein persönliches Paket. Der Grund, warum jeder sein Leben lebt. Vielleicht nicht mit Hoffnung, Glück oder Geld, aber mit Ehre, die alles in den Schatten stellt. Viele steigen ein, viele steigen aus, fahren so weit weg von zu Haus. Ihre Gesichter erzählen wie ein Buch Geschichten über Qualen, Hass und Pflichten. Viele steigen ein, viele steigen aus, fahren so weit weg von zu Haus. Ihre Gesichter erzählen wie ein Buch Geschichten über Qualen, Hass und Pflichten. Uli ist so arm, hat kein Geld in den Taschen. Um zu überleben, sammelt aus Mülltonnen Flaschen. Jan sitzt im Rollstuhl, kann nie wieder gehen. Er wollte Läufer werden, doch Träume vergehen. Andi ist erst 12, doch spielt Ego-Shooter. Denn dass jemand stirbt, findet er richtig super. Sein Freund lief Amok, wollte es selber erleben. Können nur im stillen Gedenken über ihn reden. Isa eine Diva, die sich fürs Besseres hält. Sich für wenig Geld an den Straßenrand stellt. Sogar der Fahrer nimmt mit sich ein Geheimnis ins Grab. Hat keinen Lappen, doch wünscht jedem eine gute Fahrt. Ja, jeder hier trägt sein persönliches Paket. Der Grund, warum jeder sein Leben lebt. Vielleicht nicht mit Hoffnung, Glück oder Geld, aber mit Ehre, die alles in den Schatten stellt. Viele steigen ein und viele steigen aus, fahren so weit weg von zu Haus. Ihre Gesichter erzählen wie ein Buch Geschichten über Qualen, Hass und Pflichten. Viele steigen ein und viele steigen aus, fahren so weit weg von zu Haus. Ihre Gesichter erzählen wie ein Buch Geschichten über Qualen, Hass und Pflichten. Menschen machen Fehler, sind nicht perfekt. Ihr Gesicht eine Fassade, die das Innere versteckt. Sie sind Maschinen von der Gesellschaft gemacht. Hat jetzt die Fassade oder das Innere gelacht?